In Geislingen sind die Biker for MPS Kids zu ihrer dritten Benefiz-Tour gestartet. Die rund 120 Teilnehmer wollen damit auf die seltene angeborene Stoffwechselkrankheit aufmerksam machen. Initiator und Motor der Benefiz-Touren ist der Kuchener Peter Wachter. Sein Sohn Marc leidet an der unheilbaren Krankheit Mukopolysaccharidosen oder kurz MPS, kann aber selber an der Tour teilnehmen. Marc geht soweit ganz gut, ja. Natürlich, die Krankheit ist da, aber er bekommt ja Ersatzenzym seit 4 Jahren und das merkt man natürlich schon, dass es ihm sehr, sehr gut geht. Seitdem ist es halt nicht heilbar, das ist halt das Problem, aber man kann es zumindest mal teilweise stoppen und es gibt halt leider noch keine Langzeiterfahrung, weil das Medikament noch so jung ist. Aber leider ist es halt auch so, dass nicht alle MPS-Patienten dieses Medikament bekommen können, weil wir ja verschiedene Typen haben. Und der größte Anteil der MPS-Patienten hat MPS 3 und da gibt es halt noch gar nichts. Und die Eltern, die halt diese Kinder haben, ja, die stehen halt vor dem Nichts. Ja. Mukopolysaccharidose ist bis heute nur wenig erforscht und immer noch unheilbar. Die Stoffwechselkrankheit ist zudem wenig bekannt und deshalb wollen die Tourteilnehmer darauf aufmerksam machen und Lobbyarbeit leisten. Mir ging es früher auch mal so, das ist das Problem in der ganzen Geschichte, da Gott sei Dank, aber auch gleichzeitig leider nur sehr wenige an MPS leiden, ist diese Krankheit nicht so arg bekannt. Mit dem Ergebnis, dass natürlich auch in der Forschung sehr wenig in diese Richtung getan wird, denn in der Pharmaindustrie ist es ja oft so, dort wo Geld verdient ist, wird auch investiert. Gott sei Dank, und wie gesagt, aber auch leider haben sehr wenige diese Krankheit. Und von daher ist es gerade jetzt das wichtig, das nach außen zu bringen, zu zeigen, MPS gibt es, es kann jeden von uns treffen. Und ich hoffe einfach, dass ein bisschen was zusammenkommt, damit man die Forschung weiter vorantreibt, um hier Medikamente zu entwickeln. Deshalb hat Kuchens Bürgermeister Bernd Rösner den Biker for MPS Kids nicht nur eine kleine Spende überreicht, sondern sich auch der Benefiz-Tour angeschlossen. Auf einem geliehenen Quad ist er die erste Etappe mitgefahren. Auch Geislingens Oberbürgermeister Wolfgang Amann übergab eine kleine Spende, streifte sich das Tour-T-Shirt über und fuhr ein Stück des Weges mit, auf einem umweltfreundlichen Elektroroller. Ich finde es großartig und vor allem haben wir bisher immer Glück gehabt mit dem Wetter. Auch heute wieder ist uns Petrus wohlgesonnen und so, dass man auch Spaß hat bei der Tour. Nicht nur, dass man gute Sache tut, sondern es soll ja auch ein bisschen Freude an der ganzen Sache sein. Es ist für mich einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man, wenn man so eine Benefizaktion, wenn man sieht, dass da sich was entwickelt, dass man die unterstützt. Denn es gibt viel zu viele Menschen, die immer nur beiseite schauen und sagen, die andere soll jetzt richten. Und ich finde es einfach wichtig, dass man, wenn es einem selber gut geht, wenn man gesund ist, wenn man gesunde Kinder hat, dass man sich dann einer solchen Aktion anschließt. Wenn es auch nur von kleiner Teil ist, aber es ist auch die Verbundenheit zu der Kuchener Familie Wachter, die ja federführend bei dem Projekt ist. Und ich finde es einfach eine tolle Sache, das zu unterstützen und zu zeigen, ich finde es gut, dass sich hier überhaupt was tut. Ich mache mit und ich hoffe, dass die 3 Tage für alle zu einem guten Ergebnis führen und dass MPS weitergetragen wird, damit man sieht, das ist was, wo man helfen muss. Die Benefiz-Ausfahrt der Biker for MPS Kids steht auch in diesem Jahr wieder unter dem Motto »Gemeinsam Hoffnung geben«. Neu ist, dass in diesem Jahr erwachsene MPS-Kranke in den Fokus gerückt werden. Denn nur sehr wenig der MPS-Erkrankten erreichen das Erwachsenenalter. Wir werden auch 8 MPS-Erwachsene auf der Tour abholen, werden die mitnehmen mit den Motorrädern, werden die in unsere 3 Tage integrieren, sodass die auch mal richtig Spaß haben, ein Wochenende lang und vielleicht auch mal die Krankheit ein bisschen vergessen können. Am Sonntag kommen die Biker von ihrer diesjährigen Benefiz-Tour zurück nach Geislingen. Im Gepäck neben viel Spaß und vielen Gesprächen die Gewissheit, etwas Gutes getan zu haben und nach wie vor die Hoffnung, dass MPS eines Tages heilbar ist.